Ja! So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen. Mal wieder eine Wundertüte. Die mache ich ja letzte Zeit zu selten. Scherz beiseite. Aber ich habe noch eine gefunden. Wovon? Lego Ninjago Ultra Power Pack Wundertüte. Nummer 1. Für rund 6 Euro. 6 Euro. 5,99 Euro. Ja, was kriegt ihr dafür? Zwei Figuren von 4, ein Boostertürchen der Serie 3 und eine XXL-Sonderkarte, eine Ultra-Power-Karte. Ist natürlich preislich gesehen grenzwertig, weil 6 Euro eine Minifigur von Lego, ihr wisst, 2 Euro, 3 Euro, ältere natürlich richtig teuer, aber diese Standardkarte... Brauche ich dazu nichts sagen, aber nichtsdestotrotz weiß ich jetzt schon, dass ich den coolen Flieger auf jeden Fall drin habe. Der ist wirklich cool. Ja, er ist auch der Einzige, der immer in eine Wundertüte drin ist, weil nämlich das Magazin, wo er drin war, die XXL-Karte dabei ist. Und wie gesagt, ich habe auch von diesen Ultra Packs Lego Ninjago Wundertüten schon reichlich aufgemacht. Halt, stopp. 5,99 Euro, ja, 5,99 Euro. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch das jetzt zeigen. Auch für die Leute, die die Videos von mir nicht kennen, mit der Ultra Pack Lego Ninjago Wundertüte. Das eingepackte Magazin ist immer mit dem Flieger drin. Das andere könnte immer was anderes drin haben, aber es ist meistens immer dasselbe. Ja, ein Comic. Lego Ninjago Comic hat auch eine Daseinsberechtigung. Ah, die Figur an sich ist nicht schlecht mit dem weißen Schlafanzug, Druck, wie ich finde. Aber sie hat was. Sie ist cool, gehört dazu und fertig. So, und jetzt kommt natürlich das Magazin mit, glaube ich, die coolste Figur, die da drin sein kann, nämlich er. Hat auch die meisten Teile, ja, und kann man als Teilespender und hat einen super coolen Druck, wie ich finde. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung. Und, jo, sie ist es, mit die XXL Ultrakarte. Perfekt. Der coole Nitro. Ja, und ich finde den wirklich cool. Ich muss es dazu echt sagen, ich finde den Nitro richtig cool. Ich habe natürlich jetzt auch wieder reichlich Doppelte von dem Nitro. Aber trotzdem ist der cool. Ich werde, glaube ich, mal so eine Berglandschaft aufbauen und davon mal so 20 Stück aufbauen. Aber der sieht doch richtig cool aus, ganz ehrlich. Der Druck, er ist nur perfekt. Dann natürlich die Ultrakarte von Lego Ninjago XXL Format. Passt immer, ihr wisst, Boosterkarten, limitierte XXL. Bin ich sowieso euer Mann. Ich kann es so langsam behaupten, so viele wie ich habe. Und die ist einfach nur schön. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich in diese Wundertüte immer auf diese Minifigur. Für alle Leute, die sie vielleicht noch nicht kennen, das sind ja die Tüten, die perfekt sind. Aufmachen, euch präsentieren, mitspielen und wieder rein. Immer original verpackt. Da kann ich so viele Tüten von aufmachen und nicht so wie die neuen. Halt, stopp, es sei denn, die sind so geklebt, dass sie jetzt einreißen. Nicht einreißen. Nicht einreißen. Mal von unten. Ja. Ne, ist nicht eingerissen. So, ich baue sie natürlich jetzt nicht ganz auf. Ich will euch einfach nur den coolen Druck zeigen. Mit dem Kopf, ich finde die weiterhin richtig cool. Gibt es natürlich sehr viele coole Figuren, die ich finde, aber die gehört mit dabei. Der Nitro ist cool. So, das ist sie. Die hat doch wohl einen richtig coolen Druck, oder wie seht ihr das? Wie findet ihr den Druck? Ich finde den richtig perfekt, auch das Gesicht dabei. Klasse. Und deswegen mag ich
diese Wundertüte nur wegen dem Nitro. Aber Scherz beiseite. Nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Ich habe natürlich schon reichlich von den Lego Ninjago Ultra Pack Wundertüten aufgemacht. Habt ihr euch auch schon welche gönnt? Eine oder mehrere? Oder welche? Ja, Nitro ist ja immer da drin. Und die anderen, die sind ja so in andere Wundertüten auch drin gewesen die ganze Zeit. Aber wer Lust auf Nitro hat, die XXL-Karte, ist bei die Wundertüte natürlich nicht verkehrt. Aber der Preis, 6 Euro, der ist wirklich happig. Meine persönliche Meinung. Eure Meinung könnt ihr natürlich jetzt in die Kommentare schreiben. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte noch eine davon hier. Wollte ich unboxen für die Leute, die sie vielleicht noch nicht kennen. Und deswegen sage ich wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist wichtig. Gesund bleiben. Ah, vielleicht kann ich unter dem Video Nitro verlinken, wo ihr den sicher und bequem bestellen könnt. Fällt mir gerade mal so ein, wer Lust darauf hat. Vielleicht ist es günstiger. Ich weiß es. Ich suche meinen Link. Aber nichtsdestotrotz sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.